Hallo und herzlich willkommen zurück bei eurem Mutti beim Bande mit mir, euren Rob auf Schmiebeckel.de. Wieder mal gegen einen Zerg, diesmal geht's gegen der Zerg. Da probieren wir einfach mal den 14 Pool. Weil es eine kurze Map. Und schau mal. Good luck, have fun. Noch ein Arbeiter, dann die Echse, dann wieder ein Arbeiter, dann natürlich das Gas, dann ein Arbeiter und dann wieder ein Arbeiter. Erst den Pool, dann ein Arbeiter. Und dann sehen wir weiter. Theoretisch müsste er es verteidigt bekommen als Diamantspieler. Vielleicht rechnet er damit nicht, vielleicht rechnet er damit doch. So, er denkt, wir haben eine frühe Echse. Haben wir ja auch. Zu frühe Echse. Dann kommt gleich der Pool. Das können wir schön drauf sparen. Der Gegner könnte auch sowas machen, ist halt immer die Sachen, ne? Macht er das nicht, man weiß es nicht. So, ich nehme mal das Mikro noch ein Stück ran, da hört er mich ein bisschen besser. So, Pool kommt, drei Arbeiter hier rein. Overlord bauen. Und sobald 100 Gas da sind, abbrechen. Von Gas, weil dann brauchen wir keins mehr. So, Obi kommt. Damit haben wir dann eigentlich genug Supply. Und werden das gleich mal vorrallyen. So, Pool ist gleich durch. Da werden wir noch ein paar Blöcke bauen, noch nicht, oder? Wir bauen noch einen Blocker noch. Du kannst schon mal hier raus. Du kannst raus. Ja, du kannst es dahin bringen. Ja, dann halt nicht. Bring es dahin. So. Passt. So, und wir bauen Linge. Oh, er kommt auch schon mit Linge. Hallo, nehm auf. So, weiter geht's. Queen nehmen. Keine Manuals für Queen. Okay, er spielt das gleiche. Ja, passt also. Aber anstatt ohne Echse. Er spielt's ohne Echse. Sehr gut. Ohne Echse. Ohne alles. Das ist gut. Ich habe theoretisch gleich Speed durch. Boah, mit einfachen Spinecrawl und Echoline. Und noch ein. Das könnte schon vorbei sein. Speed ist nämlich auch gleich soweit durch in 19, 18 Sekunden. Bei ihnen ist Speed durch, das reicht aber nicht. Okay, das reicht anscheinend doch. Jetzt habe ich selber Speed. Unbedingt eine Queen. Vorne Queen. GG! Ja. Der hat halt einfach nur den 12 Pool gespielt, wie es aussieht. Da ist der 14 Pool ein bisschen besser. Und das war echt ein sehr, sehr kurzes Spiel. Grafen, Merto Armee. Ja, das sieht aus wie ein 12 Pool Chroma Arbeiter aktiv. Hm, 14 Pool. Aber ein bisschen anderes Style. Okay. Aber man hatte gesehen, Merto Armee war dann meiner ein bisschen besser. Ich konnte halt mit 2 PS besser pushen als er. We'll be right back.
Und das war's auch schon mit dieser Folge. Wenn es euch wie immer gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Wer nichts verpassen will, kann auch gerne unten links abonnieren. Wie immer dann oben rechts unser StarCraft-Projekt. Unten rechts ein anderes Bild für uns. Dann schaltet auch morgen wieder ein und ciao, euer Rob.